Steckbrief. Name Hermann Anders. Ja, das ist er. Größe 1,85 Meter. Könnte er sein. Haarfarbe dunkelblond, Augenfarbe blau. Besondere Kennzeichen, auffällige Narbe an der linken vorderen Halsseite. Ungefähr 4 cm lang. So verlaufend. Unser Plan ist verraten! 1,85 Meter, dunkelblond, blaue Augen, verbindliches Wesen. 4 cm lange Narbe am Hals, die er nicht verstecken kann. Zum Glück nicht verstecken kann! Wir es geschafft haben? Ich hoffe. Meistens ziehen sie nur einen Gürtel. Wenn man den hinter sich hat, ist man durch. Hermann, wer hat uns verraten? Darüber grübel ich die ganze Zeit schon nach. Möglich, dass etwas anderes sie auf unsere Spur gelenkt hat. Wohin jetzt? Ich weiß noch nicht. Zuerst müssen wir diese Staatskarosse unterbringen. Auto mit echten Papieren und 3 verschiedenen Nummernschildern. Sowas fällt einem nicht alle Tage in den Schoß. Finno, beim Wiesenhofbauern in der Scheune. Notquartier für Heiner und wenn nötig für Albert. Das müssen wir sauber halten. Königs Wusterhausen, die große Strohmiete? Dort sind Waffen und Uniformen versteckt, die Heiner und Jochen mit viel Mühe über Monate zusammengetragen haben. Dann bleibt nur noch der stillgelegte Steinbruch. Mhm. Nur weiß ich nicht, ob die versteckte Höhle groß genug ist für unser Vehikel. Meinst du, dass sie diese Razzia und die Straßen sperren deinetwegen? Schon möglich, dass ich ihnen so viel wert bin. Nicht zu glauben! Nicht zu fassen! Haben den Kerl schon am Schlips und lassen ihn wieder laufen. Und damit nicht genug! Lassen sich obendrein noch von ihm und irgendeinem seiner flinken Weiber zusammendreschen und anschließend auch das Auto klauen. 4 ausgewachsene Kriminalisten, mit allen Wassern gewaschen, in allen Sätteln gerecht, haben die zähesten Ratten aus ihren Löchern getrieben, sind in Saal- und Straßenschlachten gegen die Kommune erprobt und abgehärtet. Und hier, wo man den Erfolg greifbar vor der Nase hat, lassen Sie sich wie blutige Anfänger aufs Kreuz legen. Schuss verletzen? Nein, Obersturmbannführer. Da hat sich der Hund festgebissen. Und das ist mein bester Hundeführer. Hoffentlich haben Sie die Tölewesen sichergestellt. Ist bei uns im Zwinger, Obersturmbannführer. Was ist denn mit Ihnen? Er hat mich aus dem Fenster geworfen. Erste Etage. Das ist ein Glück, dass es nicht die dritte war.
Und Sie sind der Mann, den er ins Wasser gefeuert hat? Jawohl. Erst hat er mich gefesselt. Womit? Mit Handschellen. Mit Ihren eigenen? Dann musste ich springen. Wie im Kino. Harry Peel. Unten wart die Krokodile. Und Sie haben die Aktion geleitet? Jawohl, Obersturmbannführer. Aber bedenken Sie bitte, um wen es sich hierbei handelt. Und dass der Mann schon fast 10 Jahre sein Unwesen treibt und noch nie erwischt wurde. Dann hätten Sie eben Kriege vorgehen müssen, Mann! Gegen Sie und Ihre Männer Disziplinarverfahren. Ja, das ist er. Zweifellos. Tja, könnte er sein. Hier, die Narbe am Hals. Habe ich ganz deutlich gesehen. Genau. Das ist der Mann. Er hat wahrscheinlich nicht einmal einen Kratzer abgekriegt. Versteckt sich in Berlin. Unter Millionen. Hallo, such mal! Stecknadel im Heuhaufen ist dagegen ein harmloses Unterhaltungsspiel. Hat in den Arbeiterviertel an jeder Ecke Helfershelfer. Leider. Hat es ja bisher ohne Ergebnis. Na, ein Wunder, wenn es anders wäre. Das ist die polizeiliche Meldekarte, keine Eintragung. Es ist so gut wie nichts bekannt über Sie. Mesmer Lydia, geboren 9.05.1910, Anschrift Berlin, Kreuzerstraße 12, Seitengebäude, 2. Etage. Ah, dürftig, kein Bild, nichts. Und was kann man noch über die Madame sagen? Zumindest sieht sie gut aus. Nach meiner Meinung. Die Stelle für den Schlüssel, damit du sie Heiner zeigen kannst. Papiere liegen unter dem Fahrersitz. Was ändert sich jetzt für uns, Hermann? Im Prinzip nichts. Der Auftrag bleibt. Nichts und niemand entbindet uns davon. Die Liste muss aufgespürt werden. Sie ist für uns einer der wichtigsten Angelpunkte. Hier haben wir die Möglichkeit, die Nazis an ihrer empfindlichsten Stelle zu treffen, ihrer geheimen Aufrüstung. Meinst du, dass sie Jochen Hellmann... Es ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen jedenfalls damit rechnen, Lydia. Wer soll ihn ersetzen? Seine Stelle einnehmen? Ja, weiter ohne Ergebnis. Absperren aufheben? In einer Stunde. Ist ja sowieso zwecklos. Was ist mit der Anlaufstelle für Kurierpost im Wald? Bleibt weiter unter Kontrolle. Bisher wurden 2 Leute festgenommen, haben sich aber als harmlose Pilzsucher entpuppt. Der eine war nicht ganz richtig im Kopf. Beide wurden wieder laufen gelassen. Falschmenge! Alles, was sich auch nur in der Nähe herumtreibt, festnehmen und doch vorläufig festhalten. Lieber 10 zu viel als einen zu wenig. Wir haben hier einen Faden, an dem wir das ganze Garn aufrollen können. Unter Umständen, unter günstigen Umständen, können wir sie hier an dieser Stelle zwingen, ihr eigenes Grab zu schaufeln.
Ablösung, Hermann. Was war auf der Halbinsel? Steht alles unter Beobachtung. Wir haben den alten Martin geschickt. Aber er kam erst gar nicht in die Nähe des Ufers. Da wurde er schon verhaftet und verhört. Aber sein Pilzkorb und der vorgetäuschte Geisteszustand haben ausgereicht, ihn wieder laufen zu lassen. Und was meint er zu Jochen Hellmann? Seiner Ansicht nach ist Jochen in eine Falle gelaufen. Alles deutet darauf hin. Penn noch ein bisschen. Der Tag wird lang und schwer. Albert kommt noch vor Morgengrauen. Bis dahin muss alles perfekt getarnt sein. Daran hängt euer Leben. Mein beweglicher Gefechtsstand. Täglich woanders. Schwer zu orten. Das ist Martin, mein Bootsmann und Stabschef. Ich mache ja deine Kurie zurecht. Aber ich muss mich doch heute noch von Heiner einweisen lassen. Schlaf vor, Admitzen. Die nächsten Tage werden heiß. Für dich und Hermann schon die nächsten Stunden. Du hast recht. Sie entscheiden über die Arbeit an der ganzen Etappe. Es ist gefährlich, Albert. Ihr werdet nah am Gegner sein. Wie selten. Sag Hermann. Nein! Nein, mein lieber Mars! Die Geschichte misst uns nicht daran, wie wir die Macht ergriffen haben, sondern daran, wie und wozu wir sie genutzt haben und auch weiterhin benutzen werden. Wer ist wir? Wir, die SA, der Waffenträger der Nation, die Kraft, die Deutschland wachgerüttelt hat. Sie bleiben bis zum Rastplatz außer Hör, aber in Sichtweite. Jawohl, Standartenführer. Wenn Sie abgehalten werden oder eine andere Route nehmen, war eine wochenlange Arbeit umsonst, Hermann. Es ist herrliches Sommerwetter. Das hatten Sie immer genutzt. Auch Faschisten geben liebe Gewohnheiten nicht ohne Not auf. Vielleicht ist aber einer von Ihnen in Not. Oder beide. Los, Gustav, tritt in die Pedale, schneller! Hast du gehört, außer Hörweite? Ja, aber in Sichtweite, die sind schon hinterm Hügel. Was soll denn schon passieren? Sie kommen. Wittke, mit dem Mars kommt. SA-Standartenführer Otto von Wittke und SS-Obersturmbahnführer Mars. Und wenn wir Glück haben, rasten sie auch hier. Warum sollten sie nicht? Sie tun es immer. Warum
warum eigentlich außer Hörweite? Mir doch scheißegal. Früher, also in der Kampfzeit, da mussten wir alles mit anhören. Was können wir denn ab heute nicht mehr hören? Bloß weil jeder denkt, er ist mehr als der andere? Na, was denn? Jetzt, wo wir die Wurst haben, hat jeder Angst, er erwischt den kleineren Zippel. Na klar. SA ist SA, aber SS bleibt SS. Und ich bin SS, mein Lieber. Sie werden nicht mehr lange Freunde sein. Wenn sie es überhaupt jemals waren. Hitler duldet keine fremden Götter neben sich. Und da ist etwas herangewachsen, dicht neben ihm. Und könnte ihn zwingen, die Macht zu teilen. Gibt es neue Anzeichen? Sie mehren sich in den letzten Tagen. Unübersehbar. Konkret? Wenn wir heute auch nur ein Zipfelchen von dem erfahren, was wir brauchen, müssen wir zufassen, ganz schnell. Sonst kommen wir zu spät. Und die Chance ist vertan. Maas trägt übrigens seltsamerweise eine Augenklappe. Sie irren sich, Maas. Es gibt keine Wachablösung. Wir haben Röhm, des Führers wichtigster Mann und Freund, Stabschef, der SA mit den Potenz eines Feldmarschalls. Unter uns, Wittke, kein Staatsmann. Wir haben Himmler. Dazu Heydrich. Und der ist immerhin befreundet mit Canaris, dem jetzigen Geheimdienstchef der Reichswehr. Ach, der muss sich ja selber erst bewähren. Na, der hat immerhin schon das Ohr von Hitler. Wir, die SA, sind Auge und Stimme des Führers. Und wir, die Waffe in seiner Faust. Sollten wir wieder erwarten, doch entdeckt werden, nimmst du die Reiter. Ich greife mir Gustav und den anderen. Haben Sie sich die Sache mit der Liste noch mal überlegt, Herr von Wittke? Ich habe Ihnen doch schon gestern bedeutet, dass ich eine solche Liste nicht besitze. Heydrich drängt mich. Soll er sich doch direkt an Röhm wenden, wenn er irgendetwas will? Sie wissen genau, dass solch delikate Dinge immer eine Etage tiefer ausgehandelt werden. Wenn es eine solche Liste wirklich gäbe, befände sie sich der Sache und dem Gegenstand nach in den Panzerschränken der militärischen Abwehr. Heydrich wollte die Liste von Patzig, dem Vorgänger von Canaris, schon haben. Und Patzig wörtlich, ich besitze keine offizielle Liste der geheimen Waffenfabriken Deutschlands. Es wäre viel zu gefährlich. Sie könnte in fremde Hände fallen. Und noch hat das Versailler Friedensdiktat nach außen hin Rechtsgültigkeit. Er ließ aber auch durchblicken, dass es eine Aufstellung aller 157 Fabriken nebst Zulieferbetrieben gibt, die Waffen und Munition herstellen, sowie mit allen Kräften moderne militärische Neuentwicklungen vorantreiben. Schon möglich. Das Stabschef Röhm, irgendwann einmal. Röhms Waffenexperte sind Sie, Freiherr von Wittke. Und offen, wenn es eine solche Geheimliste gab oder noch gibt, wovon ich felsenfest überzeugt bin, so befindet sie sich in Ihrer Villa am Wannsee. Prost. Gut, auch offen. Wenn sich die Liste dort befindet, wo Sie vermuten, wird sie wahrscheinlich auch dort bleiben, Herr Maas. Solange wir wollen. Prost. Ist Albert oder Hermann schon zurück? Nee, was hast du denn? Alarm. Alarm? Mhm. Was soll das? Schau nicht, Alter, schnell, höchste Alarmstufe für alle. Wo ist Lydia? Die pennt in der Koje vom Chef.
Die pennt nicht, die ist wach. Was gibt's, Heiner? Sie ziehen ihre Leute in den Kasernen zusammen. SA und SS getrennt. Ausgangssperre beim Militär. Leute von uns, die bei der Post arbeiten, haben Telegrammtexte aufgeschnappt. Alle höheren SA-Führer aus Berlin und Umgebung sind zur Wittkes Villa am Wannsee befohlen. Die Aktion hat heute Nacht schon begonnen. Albert weiß schon von dem Rummel. Bevor er das Mädel herbrachte, liefen über Funkmeldungen ein. Na, da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ja. Warum zieren Sie sich bei dieser Lappalie wie die Jungfer beim ersten Mal? Geben Sie mir das Zeug, ich bringe es Heidrich und dann ist Ruhe. Wenn diese vermeintliche Liste eine Lappalie wäre, würde sich Ihr Chef nicht so sehr darum bemühen. Wer die Liste hat, hat die Kontrolle über die deutsche Waffenschmiede. Das wissen Sie so gut wie ich. Befürchten Sie nicht, dass wir uns die Liste holen könnten? Wenn Sie uns nicht freiwillig herausrücken? Dann müssten Sie schon die Fähigkeiten eines Jagdhundes oder die eines Sherlock Holmes haben. Über beides verfügen Sie nicht. Oder aber Sie müssten hell sehen. Wie Hannussen. Dann allerdings. Ja, richtig, Sie hatten ja eine Hand mit drin, mein Lieber. Na komm, Elsa, was ist denn? Ruhig! Elsa, was ist denn los? Mann, können Sie dich auffassen? Ganz schön auf dem Putz, Angeber meiner. Das Zeug liegt im Schlafzimmer, im Schmucksafe seiner Madame. Mit jeder Haarnadel knackst du das Ding. Mir scheißegal.
Keine Ausweiskontrolle. Gezählt habe ich 38 SA-Führer, Posten um das ganze Haus. Du wartest an der Ecke. Heiner wird dich mitnehmen. Und wie kommst du zurück, Hermann? Ich weiß noch nicht. Lass mich nur. Ich brauche freie Hand und Zeit. Und dich in Freiheit. Sollte mir... Alle Absprachen treten in Kraft ab 20 Uhr. Keine Minute früher, wenn ihr bis dahin nichts von mir gehört habt. Hat schon angefangen, Obersturmbahnführer. Herr von Wittke spricht bereits. Herr Obersturmbahnführer. Bitte, pardon, Obersturmbahnführer, gestatten. Pardon, aber... Schönen Dank, mein Lieber. Sie wissen Bescheid, Herr Obersturmbahnführer, gleich gegenüber im großen Sitzungszimmer, in dem sonst immer die Herren vom Aufsichtsrat tagen. Unsere nationale Revolution ist in Gefahr. Ja, unser Führer ist in Gefahr. Verblendete Elemente aus der obersten Führungsschicht der SS, die ja einstmals die Schutzstaffel der Partei und ihrer Gliederungen sein sollte, versuchen, das Bündnis von SA und Reichswehr zu zerstören, einen Keil zu treiben zwischen alle, die die kraftvolle Erneuerung Deutschlands von innen und die Durchsetzung seiner Weltgeltung nach außen betreiben wollen. Keine Verleumdung unseres verehrten Staatschefs Röhm ist Ihnen zu plump, um Sie nicht dem Führer zu hinterbringen. Das Programm dieser Ehrgeizflieger ist die totale Herrschaft der schwarzen Bataillone über unsere braunen Regimenter. Die Herrschaft über Führer, Volk und Vaterland. Vor allem aber die Herrschaft über unsere mit frischem Drang und neuer Tatkraft erfüllte Reichswehr. Den Grundstock einer starken, in modernsten Waffen blitzenden Wehrmacht, die unserem Willen Nachdruck verleihen soll, unseren Platz in Mitteleuropa so zu behaupten, dass man in Zukunft das Wort Deutschland oder Deutscher nur noch mit äußerstem Respekt oder aber mit Angst auszusprechen wagt. Diese Partnerschaft will man uns, der mächtigen SA, der Stütze des Führers und des Reiches, streitig machen. Die Toilette, mein Lieber, leider. Liebe Freunde und Parteigenossen. Das ist aber die Toilette, die auch von den Wachmannschaften benutzt wird. Gehen Sie lieber nach oben, wo die Privatgemächer der Herrschaften sind. Dritte Tür links, Herr Obersturmbahnführer. Als vorher. Uns vorsehen, dass nicht ein Überraschungsschlag, ein unüberlegter, die Kräfte total falsch einschätzender Bubenstreich unserer sogenannten Bundesgenossen erfolgen kann. Oh, Verzeihung. Toilette bitte. Da bitte. Störe ich auch niemanden, Jürgen? Auf keinen Fall. Die gnädigste ist in der Stadt und sonst ist niemand hier auf diesem Flur. Das Essen wird im Souterrain zubereitet. Thank you.
Albert, was ist denn? Wie es vorauszusehen war, sie schlachten sich gegenseitig ab. Die Schwarzen, die Braunen. So wie es aussieht. Der Hauptschlag soll wohl im Süden gefallen sein. Bei München. Ulm und seine Führungsstäbe sind verhaftet oder tot. Was ändert sich für uns? Nichts. Interne Machtkämpfe verschärfen nur die Lage. Faschist bleibt Faschist. Ob braun oder schwarz. Standortänderung, Martin. Ich muss zuerst einen Teil der Ladung in Gartow löschen lassen. Dann nehmen wir Heiner und Lydia wieder auf. Ich mache mir Sorgen um Hermann. Solange sie nicht die ganze Villa in die Luft gesprengt haben. Und den Bumser hätten wir bestimmt bis hierher gehört. Unverwüstlicher Junge. Befehl ausgeführt. Alle tot. Wo soll ich das abgeben, Oberschnurrbandführer? Kämen Sie her? Ich warte schon auf die Namen, um Sie weiterzuleiten. Alle? Alle. Es war ein Kinderspiel. Als wir ankamen, saßen Sie wie Hühner auf der Stange. Mit ihm habe ich den Anfang gemacht. Keiner hat damit gerechnet, dass die Falle so schnell zuschnappt. Machen Sie die Abstellung gleich fertig, Meng, damit sie den Chef durchgeben kann? Alles vollständig. Jawohl, bis auf zwei. Und die wäre? Ohne Papiere war Standartenführer Bärwald. Den kannte ich aber noch aus der Kampfzeit, als er den Wilmersdorfer Sturmband führte. Der gute Bärwald.
hat er sich auch nicht träumen lassen, dass er so früh schon einen Grabstein baut. Und der zweite? Ein oberer Sturmbannführer, den ich nicht kenne, ebenfalls ohne Ausweispapiere. Wahrscheinlich von auswärts, vielleicht einer von den Provinzstäben. Anhaltspunkte? Groß, dunkelblond, ach ja, eine Narbe am Hals, hier, so lang. Groß, dunkelblond, Narbe am Hals? Menge! Obersturmbannführer? Groß, dunkelblond, Narbe am Hals, das könnte doch... Nochmal, Sturmführer. Groß, etwa 1,85 Meter? Ja, das kann stimmen. Dunkelblond? Ja. Wo war die Narbe? Hier. Ich weiß es genau, einer meiner Schüsse saß direkt daneben. Können Sie sich das vorstellen, Ming? Alles kann ich mir vorstellen bei dem, ja. Aber das? Nein. Hat er blaue Augen? Das weiß ich nicht. Wie hat er zugemacht, als er abfuhr? Uhr, hat er gesagt? Ja, 20 Uhr. Na los. Heiner, du ruderst mit mir. Wir setzen Lydia am Half-Leg ab. Lydia, du gehst an der Uferpromenade entlang und beobachtest die Umgebung der Villa von Land her. Wir beide nähern uns dem Ufer von der Pfaueninsel aus. Und die Zelle? Anker raus, Top- und Hecklicht setzen. Wenn jemand kommt, spielst du Havarie. Aha. Wenn er es, was ich immer noch bezweifle, wirklich sein sollte, was mag er dort gewollt haben? Da gibt es nur eines, Menge. Bedenken Sie, er ist ein wichtiger Mann Ihrer Sicherheitsabteilung. Die Liste. Nichts anderes. Überlegen Sie mal, was das für die Burschen heißt. Eine Liste mit 157 geheimen Waffenfabriken. Dem Zugriff freigegeben für den immer noch aktiven Kern der KPD. Sie haben für Ihre illegalen Gruppen propagandistische und ideologische Ansatzpunkte die Menge. Und vor allem, Sie können Sand in die Getriebe streuen. Eimerweise. Da war es ja gut, dass ich ihn abgeknallt habe. Wenn aber bei der Durchsuchung nichts bei ihm gefunden wurde. Menge, der Mann hat die Liste nicht, das ist doch die Hauptsache. Außerdem kriegen wir das alles ja sowieso aus Röhms Hauptquartier, ohne dass ein weiterer Schuss fehlt. Mir liegt im Augenblick nichts an der Liste. Mir liegt an dem Mann. Mein Name ist Cyrus Maria Rosenfeld. Stehe zu Ihrer Verfügung, Obersturmbannführer. Wir haben Ihnen zu danken, Herr Rosenfeld. Ich tue meine Pflicht, Parteigenosse Maas. Nennen Sie mich bitte Cyrus. Wir sprechen uns noch. Cyrus. Gucken den Pulverdampf runter, meine Männer. Hat es Ihnen versprochen. Vor dem Fall kommt Hochmut. Wo? Dort. Dort an der Treppe liegt er. Ja, das ist doch... Was ist los? Hier lag er. Genau hier. Ich weiß es doch. Hier. Ich habe ihn doch selbst abgeknallt. Da oben hat er gestanden, war schon angeknackst von einem anderen. Da gab ich ihm von hier unten den Fangschuss.
Na, Herr Rosenfeld hat es doch auch gesehen. So war es. Genau so. Ich habe den Sturmführer noch darauf aufmerksam gemacht. Da hat er gewankt. Ist die Treppe runtergefallen, hat sich überschlagen und ist hier liegen geblieben. Genau an dieser Stelle. Sie sagten, er war tot. Mausetot, so wie alle hier. Haben Sie ihn untersucht? Das nicht direkt. Aber ich habe doch seine Taschen abgefingert nach Ausweispapieren, um seine Identität festzustellen. Er hat sich nicht gemuckst, er war hinüber unter Garantie. Sehen Sie sich das an, Obersturmbahnführer. Wer so viel Saft verliert wie der, hat endgültig den Löffel abgegeben. Kann es sein, dass er sich weggeschleppt hat? Sie waren doch die ganze Zeit hier, Cyrus. Haben Sie was bemerkt? Nein. Hier hat sich nichts bewegt, Obersturmbahnführer. Ich habe lediglich Herrn Otto von Wittke, meinen auf so tragische Weise ums Leben gekommenen ehemaligen Chef, etwas hergerichtet, damit die gnädige Frau sich von ihm verabschieden kann, wenn sie kommt. Ansonsten habe ich die Räume nur verlassen, um die Herrschaften in den oberen Räumen aus den im Keller vorhandenen Weinbeständen zu versorgen. Natürlich auf Anweisung. Hier scheint eine Schleifspur zu sein. Hier lang. Wo ist dieser Hund abgeblieben? Menge. Sie wissen, dieser Schäferhund von dem Hellmann. Der müsste doch den Hermann anders. Bei uns im Zwinger, sagte der Hundeführer. Na dann schnell. Menge. Cyrus, Telefon. Und unsere Leute sollen gleich mitkommen. Also, du gehst an der Uferpromenade entlang bis auf die Höhe der Villa. Bleib nicht länger als nötig, um dort aufzuklären. Dann gehst du in einem großen Bogen auf der anderen Seite wieder zum Ufer. Ich warte genau in einer Stunde auf der Höhe der Pfaueninsel auf dich. Hier hat er gelegen, an der Treppe. Und hat der erste Stufe seine Blutlache. Ruhig, Arco, ruhig. Die ist von ihm. Da müssten Sie den Anfang machen. Ja, so ist brav. Komm, Arco, hierher. Komm hierher. Ob der Hund bei dem vielen Blut hier... Arco, ruhig, komm hierher. Ich meine, der vielfältige, intensive Geruch hier macht ihn nervös. Könnte seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und ihn durcheinander bringen. Gibt's denn kein Kleidungsstück von ihm oder sowas? Ich glaube, mich zu erinnern, dass der bewusste Obersturmbahnführer, bevor er nach oben ging, hier irgendwo seine Mütze abgelegt hatte. Na, das wäre doch schon was. Wo denn, Cyrus? Hier, Arco. Komm, komm, such. Such, Arco. Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Ruhe da oben! Such, Arco, such. Ich glaube, er hat gefasst. Bleiben Sie noch zurück. Er braucht Ruhe und Konzentration. Such, Arco, such. Na komm, such. Sollten Sie Lampen im Haus haben, falls draußen? Es gibt Fackeln. Menge.
Los, verteilt euch im Park. Bis runter zum See. Ja, links. Du komm halt mal hier. Eine Blutspur. Ganz deutlich. Hierher. Komm hierher. Such. Such, Arco. Na, such. Ja, das ist der von der Treppe. Gewiss. Das ist der bewusste SA-Führer, der als letzter kam und dann nach oben ging. Überhaupt kein Zweifel. Das ist der gesuchte Hermann Anders. Ja, ich glaube auch. Nur können wir jetzt nichts damit ihm anfangen, wenn er tot ist. Moment. Der hat sich doch eben bewegt. Ich fress meine 08 ohne Salz, wenn der nicht eben gezappelt hat. Was drin. Nicht viel zwar. Zur Prinz-Albrecht-Straße? Wenn er tatsächlich noch lebt, könnte er den Transport nicht überstehen. Cyrus, bitte. Gibt es einen Arzt in der Nähe? Gewiss. Die übernächste Villa ist im Besitz von Herrn Professor Dr. Mantai, Chef des Elisabeth-Krankenhauses. Man könnte ihn anrufen. Wenn Sie gestatten, gehe ich gleich selbst. Professor Manta ist seit kurzem Parteigenosse und man könnte bei ihm auf Verständnis stoßen wegen der delikaten Situation. Bitte, Cyrus, bereiten Sie den Professor vor. Mir wäre es lieb, wenn er allein. Sie verstehen. Bringt ihn erstmal ins Haus. Vorsichtig. Jetzt kann man hier hoch. Sie ein paar Leute als Wache aus, damit nicht zufällig oder absichtlich irgendwelche Neugierige auf das Grundstück kommen. Zwei Mann ans Ufer. Rechts und links je zwei Mann an die Grenzen des Grundstücks. Kein Zutritt für Fremde. Auf Fragen keine Antwort.
Das wird gewiss die gnädigste sein. Das hat mir doch gefehlt. Nicht reinlassen. Halten Sie sie mir vom Halse. Jawohl. Nicht Sie, Menge. Er ist der Richtige. Und Sie gehen mit. Auch ich hatte den Eindruck, dass der Mann noch lebt. Es ist aber äußerste Diskretion geboten, Herr Professor. Niemand kennt ihn. Keiner weiß, woher er kam. Mm. Obersturmbannführer Maas wird Ihnen sicher einige Worte der Aufklärung geben. Der Anblick der vielen Toten ist grauenhaft. Aber natürlich können Sie Ihren Gatten sehen, Frau von Wittke. Aber erst, wenn er gewaschen und aufgebahrt ist. Lassen Sie Frau von Wittke in mein Haus bringen. Meine Frau wird ihr eine Spritze geben. Würden Sie mir bitte folgen, Herr Professor? Der Patient liegt oben, im Schlafzimmer der Herrschaften. Professor? Da wird nichts mehr zu machen sein. Die Wunden wären nicht das Schlimmste. Halsdurchschuss und Steckschuss in der Lunge. Aber das Übrige... Da muss noch etwas zu machen sein. Seien Sie sich darüber klar, das ist Ihre erste Bewährungsprobe. Ihre Bewährungsprobe als Parteigenosse, Herr Professor Mantei. Dieser Mann ist uns mehr wert als alle, die da unten zusammen auf einem Haufen liegen. Wissen Sie, wie viel Blut ein Mensch hat, Herr Maas? Das weiß ich wohl. Circa 7 Liter. Ja. Und davon hat dieser Mann hier bereits 90% verloren. Dann pumpen Sie ihm gefälligst den Rest wieder rein in seine Adern. Und woher soll ich das Blut nehmen? Wir haben da unten fast 2 Dutzend stramme Krieger. Groß, blond, drahtig. Da werden ja wohl ein paar dabei sein, weil sie die gleiche arische Blutgruppe haben wie unser Patient. Thank you.
Thank you.